Our world has fallen to fade. Its great works long since complete. Its storied civilizations long since fallen to dust. The greatest legends of Elysium long since forgotten. What was once a land of promise has fallen to the ravages of war. And it was in this, our most desperate hour, that the greatest of Elysian tales began. The lone warrior stood against an army, slashing his way through all who opposed him. The mob stood no chance, and the soldier showed no mercy. But despite his victories, his skills, his ruthlessness, the valiant soldier would perish on this day. Not to the mob, but to a single child. Dust. Dust, arise. What? A talking sword? What are you? Hey Leute, ich bin's, euer Gary, und das hier ist ein neues Let's Play-Projekt, wie ihr sicher schon bemerkt habt. Hoffentlich habt ihr das. Und wie ihr sicher auch schon gelesen habt, es handelt sich um Dust, an Elysian Tale. Ja, wir werden das Ganze auf Englisch spielen. Ich habe das geschenkt bekommen von der lieben Trunksy. Ich möchte ja auch nichts geschenkt haben, also Leute, ne, soll kein Aufruf oder sowas sein, bitte nicht. Ich werde mir das schon selber alles, was ich spielen möchte und so, besorgen. Aber ich finde es sehr, sehr nett und habe mir gedacht, oh komm, das Spiel ist so, so cool, das sieht so schön aus. Das machen wir mal als ein kleines Projekt. Ich werde das hier auch wieder im Vorab aufnehmen. Also vorab, bevor ihr das sehen werdet, wahrscheinlich alles. Ich mal schauen, ob das alles so hinkommt. Und ja, es soll eine sehr, sehr schöne Geschichte sein. Das Gameplay nicht so abwechslungsreich, aber auch sehr, sehr schön gemacht. Also ich habe es mal eine Stunde angezockt, deswegen wird es auch noch nicht ganz so blind sein am Anfang, aber... Ich werde euch dann sagen, wann es auf jeden Fall blind ist. So, wir haben hier einen schönen Dialog. Hier geht die Story los. Wollen wir uns das einfach mal antun. Ich werde die Dialoge jetzt auf automatisch schalten und dann werden wir uns erstmal die ersten Minuten hier, die ersten Minuten genießen mit der Story. Ich wollte euch nur schon mal begrüßen. Und ja, wir legen jetzt einfach mal los. Ich mache schon mal die Uhr an. So, die lief bis jetzt noch nicht. Schauen wir mal an, was uns hier erwarten wird. Viel Spaß. Only that which you have summoned. Summoned? How? For what purpose? That I do not know. But we shall learn in time. Now rise and claim the blade of Ara. Stop! Stop right there! And who is she? Me? I'm Fidget, Guardian of the Sword. Oh, wie süß. Ich finde Fidget toll. Die ist so niedlich. Die hat eine ganz schön piepsige Stimme im Englischen, das finde ich super. Ich weiß, es passt einfach zu ihr. Ja, wir werden sie jetzt erstmal kennenlernen. Und was fragen wir denn zuerst? Du siehst nicht aus wie eine Hüterin, weil das finde ich auch sehr passend, ja. No offense, but aren't you a bit, well, small? For a guardian, I mean. Hey, I just look after that thing. After 200 years, nobody expects the sword to just fly off and start, you know, talking. I'm kind of wishing somebody told me this was part of the job description. Or maybe they did, and I just wasn't paying attention. Yeah, that happens sometimes. Oh, ich finde sie so niedlich. Super. Und ich finde die Dialoge auch sehr cool gemacht, sehr cool geschrieben, sehr schön ausgeführt, auch die Loka. Bisher, also was ich so gesehen habe. Ich habe nur eine Stunde gespielt. Ja, hören wir uns noch mal mehr an. I'm sorry, I think I misheard before. You said your name was Fidget? Hey, this isn't about me. You're the one who's got my sword. How about you tell me your name? I'm... Calm yourself, Fidget. His name is Dust. And he is the one who woke me from my slumber. So, Fidget, then... That's me. And you're... Dust? It would seem that way, though I can't recall that name. Ja, oh, ich finde Fidgets
Gesicht so süß, so kätzchenhaft und dann mit den kleinen Zähnchen, voll niedlich. Das ist aber auch sehr cool, ist ein sehr, sehr cooler Charakter, dieses asiatische Outfit. Man sieht nie sein Gesicht irgendwie, habe ich das Gefühl. Sehr komisch und sehr cool irgendwie. Naja, mal schauen, wollen wir mal weiterhören. So, what is this sword? I am the Blade of Ara. And you, Dust, are my fated swordbearer. Yes, well, that's all great and everything, but I think it's about time I got this sword back to the clan. I can't let you just leave with this sword, Fidget. Right now, it's the only thing that knows who I am. I don't even know how I got here. Well, then you leave me no choice. I challenge you! No. The winner gets the sword! Oh. Wir können natürlich nicht gegen sie kämpfen, also wir können jetzt sagen, genug damit und wir machen das jetzt platt, aber nein, wir sind ein wenig menschlicher, würde ich sagen. Und ja. Well, I... Alright, you win. But don't think I'm leaving empty-handed. I'm coming with you. But, I really need the sword back when you're done doing, you know, whatever it is you're doing. What exactly am I doing, Ara? The answers you seek lie to the east. There is a path through the glade that leads down the mountainside, and from there you will find a village. That is your first step. Then will you give me the sword? I really need to get it back home before anyone notices it's gone. When I find out just what it is I'm supposed to do with it, it's all yours, Fidget. Come on, let's go. Ich hab's jetzt erstmal auf leicht stehen, das Spiel. Ah, jetzt können wir endlich auch selber agieren, das ist super. Sehr cool. Wir gehen erstmal links, wir sollen zwar nach rechts, aber ich glaube, hier war noch was. Ich werde hier auch schön erkunden, ja genau. Ein Schlüssel, den wir gefunden haben. So. Ja, Inventar, Schnellauswahl, Heilobjekt zuweisen, mit LB verwenden, ja gut. Ein Objekt und Schlüssel. Genau, nämlich ein Schlüssel, mit dem du einmalig eine Schatzkiste oder einen Käfig öffnen kannst. Wir haben auch 3000 Gold, oder der ist 3000 wert, das kann natürlich sein. Wir haben 65 von 80 Gesundheit, 4 Angriff, keine Verteidigung. Wir haben Fidget mit einem Punkt. Ja, sie kann nämlich auch noch was, das wird sie uns gleich noch zeigen. Glück, nichts und kein Gold. Okay, dann ist er nur 3000 Gold wert. Gut, wir gucken uns mal weiter um. Ja, ich weiß noch gar nicht, wie ich das hier machen werde. Ich habe es jetzt auch wirklich nur auf normal gestellt. Eigentlich wollte ich es auch schwierig machen. Dann kam aber nochmal kurz was dazwischen. Dann muss ich nochmal neu starten. Und, ja. Jetzt habe ich es einfach mal auf normal gestellt, dass wir einfach mal ein bisschen hier Spaß haben und es auch keine Probleme bereiten wird, das Spiel. Mal gucken. Das ist hier meine Schatzkiste. Und wahrscheinlich unseren Weg. Die Lichtung. Die Hintergründe, Leute, schaut euch das mal an. Und die kleinen Häschen. Voll niedlich. Ich finde das toll. Hier diese Hintergründe sind einfach... Ja, A zum Springen, das habe ich mir schon gedacht. X zum Schlagen und Y auch. Und B... Ja, da kommt später noch was. Aber hier seht euch mal an, wie wunderschön das gezeichnet ist einfach. Das ist super. Das ist richtig, richtig gut einfach. Richtig gut. Gut, hier kommt man nicht weiter. Ich hoffe, man hört nicht zu sehr meinen Controller. Aber sieht man, wie dieses Schwert geschwungen wird. Das ist super gut gemacht, einfach. Hier können wir noch umschauen. Hier endlich auch mal was zu hacken. Ich hoffe, die Lautstärke passt auch. Jetzt haben wir auch ein Heilobjekt gefunden, nämlich ein geheimnisvolles Wandhuhn. Das ist das Allerbeste. Das komplett gekochte und gewürzte Huhn steckt in einer Wand. Seine Herkunft ist unbekannt. Plus 80 Gesundheit. Ja, das könnten wir jetzt zu uns nehmen, was ich nicht tun werde. Warum bin ich beschädigt? Das weiß ich gerade. Habe ich mich treffen lassen vorhin? What is it, Fidget? Well, my kind has what you'd call a sixth sense. And there's something just ahead. Ja. Ich glaube, wir können aber auch hier runter, aber noch nicht, okay. Die Karte. Hier kannst du sehen, welche Bereiche der aktuellen Region du schon erforscht hast. Außerdem... mach dich die Karte auf Schätze in der unmittelbaren Umgebung aufmerksam. Was wohl mit diesem Dings da angemarkert ist. Zielort, nee, okay, das ist die Zielorte. Geplündert, ah, Schatz ist der Kreis. Genau, geplündert ist der Punkt. Dann gibt's da nichts mehr. Schatz ist der Kreis, das ist sehr gut. Das habe ich beim ersten Mal an Testen gar nicht gesehen. Gesammelte Objekte 5% in der Lichtung und 12% erforscht, okay.
Dann laden, Wettkampf, speichern. Ja, super, cool. Ja, ich denke mal, ich lasse es auf normal. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es ändern kann. Oh, guck mal, was wir jetzt kriegen. Das wird schön. Oh, bam. Spurt verfügbar. Spurte mit bla bla bla. Beim Spurt verbrauchst du Energie. Dein Energieniveau wird durch die brennende weiße Leiste im HUD angezeigt. Wie ihr seht, wird die kleiner, wenn wir spurten. Wir können coolerweise auch im Flug spurten. Das ist super. So, jetzt haben wir keine Energie mehr. Ja, genau. Super, oder? Und Fidget gibt uns auch Tipps. Die Energieleiste regeneriert sich langsam. Oder wenn wir Gegner schlagen, also wenn wir gegen Gegner vorgehen, was komisch ist, dass wir mit jedem Schlag Energie zurückbekommen. Ja, wir können jetzt auch hier immer hoch und runter gehen zwischen diesen Ebenen. Das ist auch cool gemacht. Und wir können jetzt hier durch. Kriegen noch einen Wandhuhn. Und eine Nachricht, eine Notiz. Willkommen im Missionstagebuch. Hier kannst du dir aktive und abgeschlossene Missionen ansehen. Außerdem bekommst du etwaige Notizen angezeigt, die du gesammelt hast. Ja, ein Schatz. In alten Zeiten wurden unsere größten Schätze und unsere treuesten Verbündeten mit mächtiger Magie weggesperrt, die weit über unser Verständnis hinausgeht. Der einzige Weg, diese verlorenen Schätze wieder in unsere Hände zu bekommen, besteht im Einsatz der magischen Schlüssel, die über die ganze Welt verstreut sind. Ich hoffe nur, dass wir genug Zeit haben, sie alle zu befreien. Haben wir vor, natürlich. Mal gucken. All right, we found a chest. Correction, we found a locked chest. Well, what are you waiting for? Smash it open. Smash it open. That would be unwise, Dust. These chests are protected by arcane locks from the last era. And are well beyond my capabilities. I suppose we'll need a key then. Ja, wir brauchen einen Schlüssel. Den haben wir ja auch. Deswegen werden wir die mal öffnen. Ach ja, das war der Kram. Oh Gott, das wird später sicher noch heftig. Ja, und dann kriegen wir verschiedene Kleinigkeiten, wie diese Luternuss und so weiter. Schwere Nuss gilt als seltener Leckerbissen und Fruchthappen, eine kleine saftige Frucht, die nur wenig gegen den Hunger ausrichtet. Die werden wir jetzt aber mal nehmen. Das hier ist jetzt die Bestimmung, welche wir als Schnellauswahlobjekt nehmen. Von daher, super, super cool. Sonst haben wir nichts, ne? Ach, da, einen Stein der Wiedergeburt haben wir bekommen. Ein Stein, der angeblich einen gefallenen Krieger einmalig wiederbeleben kann, sozusagen die zweite Chance. Normalerweise hätte man hierfür jetzt auch noch ein Achievement bekommen. Ich weiß nicht, wie man hier langkommt. Das kommt später wahrscheinlich noch. Normalerweise hätten wir jetzt ein Achievement noch dafür bekommen. Erste Truhe geöffnet, bla bla. Hab ich schon. Also wir haben schon ein paar Achievements. Einfach weil ich schon eine Stunde gespielt habe. Ich sag euch, was bleibt, nicht mehr blind ist. Das Projekt wird wahrscheinlich jeder paar 20 Minuten gehen. Ich denke mal, das reicht. Das ist ja auch mehr Geschnetzel und so. Jetzt später, jetzt ist momentan noch viel Story. Oh, guck mal. Oh, Bambi läuft hier rum. Hallo, Bambis. Kann ich euch? Nein, kann ich nicht. Schade. Bambi. Controller vibriert. Ah, da sind sie. Hallo. Calm yourself, Fidget. Dust. Focus. Remember what you've learned thus far. No, no! Mash the buttons! Do something! Oh, ich find sie so niedlich. Das ist so super. Oh, guck mal hier, die Kombos, die sind so eingängig, Leute. Ich find das so geil. Boah, Crit hier. Wird hier richtig gecrittet. Nobody said anything about monsters. Strange. Where did I learn these skills? You wield the Blade of Ara, and with it, all the skills imbued therein. Hello? Monsters? Is that why I summoned you? To control this power? It is unlikely, Dust, that I would awaken from my slumber for such selfish reasons. There is a village beyond these woods. Perhaps finding it will aid in restoring your memories. And then we'll be in the clear, right? No more monsters? Fidget, I think things are about to get a whole lot worse. And to think, this morning started off so well. No. At least take these feeble fruits. Something tells me you're gonna need them. Oh, ich mag Fidget, die arme Kleine. Oh. Warte mal. Ja, wir können super gut kämpfen, das ist richtig cool. Und ja, schauen jetzt einfach mal weiter. Ah, guck mal hier. Lauf über ein Speichermonument, um deine Fortschritte automatisch festzuhalten. Drücke hoch, um dein Spiel manuell auf einen Speicherplatz zu sichern. Machen wir. Ja,
würden wir gerne... Speicherplatz 1 läuft. So. Supi. Haben wir auch gemacht. Auch dafür gab es, glaube ich, ein Achievement. Naja. You know who it is. Yeah! Wollen wir mal hier weghacken. So geil, ey, Leute. Diese Kombos sind so eingängig und so cool. Es macht einfach irren Spaß. Und ich finde, sie sind nicht so wie in Darkseid. Das ist so total unübersichtlich. Sondern die sind richtig gut. Das sieht einfach alles sehr cool aus und sehr episch. Dass ich mich hier auch noch konzentrieren muss bei, ist echt blöd. Weil ich würde die lieber selber noch ein bisschen mehr genießen. Oh, guck mal, man kann die dann so richtig auch noch durch die Gegend schleudern und so. Das ist einfach geil gemacht. Sehr cool. Ich bin gespannt, was noch so hier kommt. Aschewurf. Achso, das ist Asche zu Asche. Kriegen wir hin. Die halten viel weniger aus als bei meinem ersten Versuch. Da habe ich nämlich wirklich mal auf schwer probiert. Aber ich habe gedacht, ah, das waren die ersten Gegner. Ich habe nur eine Stunde gespielt. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie stark die noch werden. Und ich wollte eigentlich nicht, dass dieses Projekt noch zum Stress wird. Also, dass ich mich da so konzentrieren muss und so. Dann wird es mit dem Reden auch schwierig und das ist irgendwie blöd. Da hatte ich irgendwie jetzt nicht so die Lust drauf. Und will das hier einfach als Fun-Projekt sehen und als kleines, sagen wir, Dankeschön dafür, dass ich dieses Spiel geschenkt bekommen habe. Und Phönix aus der Asche, vom Boden in die Luft. Ja, okay, das habe ich ja schon gemacht. Hier, das ist der hier. Und dann können wir die Kombo noch weiter spinnen. Nämlich so, zack, dass er den sogar dann runterwirft. Das ist super gut. Ja, den hatte ich jetzt vergessen, bitte. Wir können diese Kombos auch richtig schön kombinieren teilweise. Ich bin gespannt, was auch noch so für Kombos kommen. Hast du was fallen lassen? Nein. Und ja, ich hatte auch gedacht, ich spreche vielleicht mal... Aua, jetzt habe ich echt mal was abbekommen. Das ist hier echt selten zu spielen, habe ich so gemerkt. Und ich habe gedacht, ich spreche vielleicht auch mal ein paar Themen an, so, keine Ahnung. Ich habe in letzter Zeit viel Geld klar geguckt, muss ich sagen. Da wird man so ein bisschen angesteckt, dass man auch mal ein paar Themen nennen will. So ging es mir zumindest. Wie war es das jetzt? Oh, ihr seid alle tot. Das ist natürlich blöd gelaufen für euch, ne? Und ich denke, das Projekt hier wird vielleicht ganz gut sein. Also ich zeig mir einen Schatz an. Das ist wohl der hier, der ganz, ganz wenig offensichtlicher. Hold here, Dust. You have unlocked a new ability. Bear witness to the dust storm. There it is, the dust storm. I like it. Hold the secondary attack to perform the dust storm. But beware, skilled as you may be, you cannot maintain the storm for long without hurting yourself. In that case, maybe I can help. If you press the super ballistic fidget action button of power, I'll perform an attack so spectacularly awesome that it'll produce emotions you didn't even know existed. Please contain yourselves as I demonstrate. Das ist so gut. Oh. That was very pretty. Well, maybe I'll just keep the rest of my repertoire to myself. I'm sorry, Fidget. I'm sure it'll come in handy somehow. Actually, Dust, between the three of us, this could be quite useful. The dust storm can manipulate Fidget's projectile into a more powerful attack. Observe. So genial, Leute. Wow! Oh, by the way, every time I use my power, it'll use up a bit of energy meter. You can recharge the meter with melee combos. Yes, Dust. Between your combos and Fidget's own powers, you can achieve a higher hit chain, which will yield bonus experience after each battle. However, if you are struck by an enemy, the chain will be broken, and you will lose your bonus experience. All right, I think I understand. If this is all too much for you, you can check out the help screen via the pause menu. Thanks, Fidget. I'll take a look if I'm ever in trouble. Das ist einfach so gut. Das ist so gut, Leute. Das ist einfach nur so gut. Guck mal hier, wie wir das einfach kombinieren können. Das ist so geil. Und schaut mal hier die Treffer-Kombo. Ich habe jetzt schon über eine 115er-Chain. Das ist so geil. Das ist einfach nur gut. Das ist einfach nur gut. Da kriegen wir so viel Bonus-XP und alles. Also unten, oben links seht ihr, das Blaue ist unsere Bonus-XP. Wartet mal, ich habe hier irgendwie gerade...
Ja, ich würde das gerne. Ach, es war LB. Ah, es war LB. Seht ihr, ich habe jetzt RB gedrückt. Und das ist einfach nur geil. Guck, seht ihr das? Das ist einfach nur. Ich habe nur irgendwie ein Problem damit, diesen Dust Storm. Ja, seht ihr, ich mache den irgendwie immer. Wenn ich hier einfach aber eine Combo machen will, dann will das nicht. Vielleicht ist es jetzt aber auch gerade, dass ich den Dust Storm immer auslösen muss. Ich weiß es gerade nicht. Auf alle Fälle, es hat ein paar richtig schöne Sachen hier drin bisher, die ich so gesehen habe. Krieg richtig schön XP durch diese Kombos, die man macht. Also, hallo. Na, was bist du denn hier? Mein Gott, ihr sollt nicht einfach so vor mir stehen, Leute. Das ist nicht nett. Ich kann jetzt gerade die Kombos nicht mehr richtig ausführen, merke ich. Bisschen schade. Aber das kriegen wir sicher gleich wieder hin. Das ist ja mehr so dieses Trainingsding. Ja, komm, speichern wir nochmal. Ich meine, was soll's. Ist ja nicht schlimm. Muss man den ganzen Kram nochmal anhören. Das ist auch ein bisschen doof. Okay, wir kommen unserem Ziel immer näher. Ja, genau. Vergeltung, Wurf in der Luft. Ach so, Moment mal. Da müssen wir in die Luft gehen. Da, das ist genau der da. Den habe ich schon öfter mal gemacht, wie ihr gesehen habt. Weil ich diese Kombos schon so ein bisschen kenne. Und das ging mir auch beim ersten Spiel direkt so. Das finde ich richtig genial. Also ich habe mich immer sehr schwer getan mit solchen Kombos bei Tekken oder sowas. Und hier, ich kam ins Spiel und habe direkt drei Kombos gemacht. Und denke mir so, what? Wo kamen die denn her? Ich muss erstmal rausfinden, wie ich die gemacht habe, Leute. Das war richtig cool. Also so eingängig mag ich Spiele, ehrlich gesagt. Seht mal hier, diese, wie wir das hintereinander einfach spammen können. Und das ist einfach geil. Das ist einfach nur gut. Ohne Pause. Man kann hier einfach durchziehen ohne Ende. Und es geht einfach von der Hand wie nichts. Als wäre es schon immer drin gewesen. Ich finde das einfach super. Irgendwo hat sie nicht eben noch einen Schatz angezeigt oder hat sie das gerade erst? Au, Kette gebrochen. Doof. Wir haben eine Notiz gefunden. Ich reiß euch gerade mal so ein bisschen raus. Tut mir leid. Aber wir lesen gerade. Sprung ins Leere. Sie jagten mich und ich lief. Fünf, vielleicht sechs von ihnen. Alle bis an die Zähne bewaffnet. Sie kamen schnell näher. Ich schaffte es zum Schützenpass. Aber dank eines Pfeils in meinem Bein, das ist so ein Running Gag von Skyrim irgendwie, habe ich so das Gefühl, hatten sie mich bei der kopflosen Statue eingeholt. Das werde ich da aber wahrscheinlich nochmal erwähnen mit diesem Running Gag. Deswegen, ja, schaut euch das LP an. Ne? Wenn ihr es nicht kennt, anschauen. Ich war umzingelt, verzweifelt und sah keinen Ausweg. Also kletterte ich auf die Hand hinaus und sprang ins Leere. Auf die Hand hinaus, das wird vielleicht noch interessant. Ich spiele das ja auch gerade im Xbox Gamepad und das ist einfach gut. Das ist einfach nur gut. Aber Leute, der Part ist schon wieder rum. Und der hier ist jetzt auch ein bisschen länger, als er eigentlich, als die eigentlich WH werden sollen. Bleib weg. Also wir verletzen uns auch selbst, wenn wir diesen Sturm zu lange machen. Okay. Hey, you just leveled up. Is that what I did? It feels good. Great even. As it should, Dust. You've acquired a skill gem. Open the character screen for the inventory to upgrade your abilities and become even more powerful. Ja. Das werden wir aber das nächste Mal erst machen, Leute. Ich sag für dieses Mal, ich hoffe, ihr mögt das Projekt. Ich hoffe, ihr freut euch darauf genauso wie ich, denn ich habe richtig Lust auf dieses Spiel. Es wird wahrscheinlich nach ARX kommen, also ich denke mal, das ist dann, wenn das schon, ich weiß nicht, durchgelaufen, weiß ich nicht. Kommt drauf an, wie schnell ich hiermit durchkomme und wie viel Zeit ich habe und sowas. Vielleicht ist es dann schon durchgelaufen, dann habt ihr das vielleicht auch schon gesehen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf dieses Projekt und ja, lasst mir doch ein bisschen Feedback da. Sagt mir, wie ihr das findet, sagt mir, keine Ahnung, wie gefällt euch der Stil? Habt ihr das Projekt vielleicht schon mal geguckt irgendwo? Keine Ahnung. Kann ja sein. Es gibt ja viele, die gucken das auch öfter mal. Ich denke mal, das hat doch einen ganz netten Wiederschauwert oder so. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Bis wir uns wiedersehen bei Let's Play. Was ist ein Let's Play? Ich denke mal schon. Let's Play Dust and Elysian Tale. Bis dann, Leute. Ciao.